Willkommen zu einem weiteren MC Edit Filter Video. Heute habe ich mal einen Filter programmiert, welcher im Grunde den Clone Command vereinfacht. Also wir haben hier jetzt dieses wunderschöne Haus. Das habe ich in MC Edit einfach markiert. Dann wurde ein Command erstellt, den ich dann in diesen Command Block reingekopiert habe. Und wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, wird dieses Haus hierhin teleportiert. Das habe ich alles im Filter eingestellt. Ich kann das Haus hier jetzt mal ein bisschen zerstören und dann drücke ich nochmal auf diesen Knopf und es wird wieder perfekt repariert. Jo, wie der Filter funktioniert, ist ganz einfach. Ich würde sagen, ich zeige euch das am besten mal. Bauen wir einfach mal am besten was Schönes. So. So was Schönes habe ich noch nie gebaut. Das hier wollen wir jetzt nachher klonen. Dann gehen wir erstmal aus Minecraft raus, gehen in MC Edit und hoffen, dass er MC Edit aufnimmt, was er zum Glück tut. In MC Edit reloaden wir dann unsere Welt und gucken, ob er immer noch aufnimmt. Und das tut er. Wow, ein Wunder ist geschehen. So, wir wollen jetzt also das hier klonen. Dann markieren wir einfach das, was geklont werden soll oder woraus halt der Clone-Command erstellt werden soll. Klicken auf Filter und wählen den Clone-Command-Maker. Hier steht dann auch, der Command wird in der Konsole generiert. Bitte kopiere ihn von dort. Jetzt können wir hier eine Clone-Position festlegen. Also eine relative Position oder eine absolute Position, wo das Kopierte am Ende erscheinen soll. Also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel auf der X-Achse, das wäre jetzt von diesem Command-Block aus hier in diese Richtung. Einfach mal minus, sagen wir diesmal minus 7 Blöcke. Und ja, das möchte ich gerne relativ haben. Der Mode funktioniert aus irgendeinem Grund noch nicht so ganz. Den lasse ich darum einfach mal auf Replace. Klicke dann auf Filter. Jetzt kommt etwas, was ihr nicht sehen könnt. Ihr müsst, also wegen meinem Aufnahmeprogramm könnt ihr das jetzt nicht sehen. Ihr geht in die Konsole, klickt oben links auf das Icon, klickt dann auf Bearbeiten, dann auf Markieren. Dann seht ihr da in der Konsole den Command, den markiert ihr dann. Klickt dann auf Bearbeiten, also wieder auf das Icon, Bearbeiten, Kopieren. Und ja, dann geht ihr wieder in Minecraft zurück. So, dann öffne ich hier mal wieder meine Welt. Und dann stelle ich hier einfach mal einen Command-Block hin. Und kopiere da einfach den Command rein, den wir eben eingestellt haben. Hier sehen wir jetzt, da sind ganz viele Zahlen und hier sind die relativen Koordinaten, die wir eingestellt haben. Minus 7, 0, 0, bla bla bla. Und dann machen wir hier mal den Knopf dran, drücken auf diesen Knopf und wir sehen, die Struktur wurde erfolgreich erstellt. Wir können hier jetzt auch etwas verändern. Und es wird auch alles übernommen. Das ist super praktisch, wenn man keine Lust hat, die Koordinaten hier herauszufinden und so weiter. Ja, ich denke mal, der Filter ist ganz sinnvoll. Download-Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ich vielleicht noch einen MC-Edit-Filter vorstelle. Vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Und ja, bis dahin und tschüss.